Andenabhang Nordostperus ist eine der wildesten und unwegsamsten Regionen Amerikas, weit entfernt von den präkolumbischen Hochkulturen der Inka, Maya und Azteken. Hier stießen Forscher auf die Spuren einer faszinierenden und noch heute kaum bekannten Kultur. Aus den Nebelwäldern ragt eine wuchtige Mauer aus tonnenschweren Steinen in die Höhe. Bis zu 20 Meter hoch, oft 8 Meter dick und über 1200 Meter lang. Puelab, die gewaltigste Festung der neuen Welt. Nirgendwo in Amerika findet man ein ähnliches Gebäude. Als im 15. Jahrhundert die Inka nach Puelab vordrangen, trafen sie auf ungewöhnliche Menschen, wilde Krieger, die lieber sterben wollten, als ihre Vasallen zu werden. Die Inka nannten sie Chachapoya, Wolkenmenschen. Bis heute streiten die Archäologen, woher die Erbauer Puelabs stammen. Überall in Amerika suchten sie nach Vorläuferkulturen, vergeblich. Aber im Norden Spaniens gab es bereits Jahrhunderte zuvor ganz ähnliche Bauten. Schon vor vielen tausend Jahren lebten im Chachapoya-Gebiet, an den Quellen des Amazonas, am Ende des Handelswegs, der damals den Atlantik mit den Anden verband, Indios. Offenbar wohnten sie in Höhlen oder in Blätterhütten. Sie hinterließen keinerlei Spuren von irgendwelchen Gebäuden. Doch plötzlich tauchte dort wie aus dem Nichts eine Bautradition auf, die es sonst nirgendwo in Amerika gibt. Eine seltsame Kombination von kunstvoll gestalteten Festungsmauern aus rechteckigen Steinen und kreisrunden steinernen Wohnbauten mit einer ganz anderen Mauerstruktur. Genau solche Bauten prägten auch die antike Castro-Kultur Galiciens in Nordwestspanien. Chachapoya, Castro. Die Größe, die Mauerstruktur und die Proportionen der Rundbauten stimmen exakt überein. Manche wurden auf Sockeln errichtet. Chachapoya, Castro. Chachapoya. Auch Anbauten, Vorhöfe und Verbindungsmauern sind in beiden Kulturen gebräuchlich. Castro. Rekonstruktionen von Chachapoya-Rundbauten. Das ist allerdings ein Castro-Rundbau. Brachten galizische Krieger ihre Bautradition nach Nordostperu? Eine kühne Idee, die viele Fragen aufwirft. Sie boten den Anlass für eine lange Detektivgeschichte, die erst jetzt abgeschlossen ist. Die Geschichte begann so. Im Jahr 1998 suchte der Dokumentarfilmer und Professor für Kulturwissenschaften Hans Giffon einen Kolibri, der zuletzt in den 1950er Jahren in einem kleinen Gebiet in der Nähe der Stadt Chachapoyas gesehen wurde. Von der Chachapoya-Kultur hatte er damals noch nichts gehört. Er fand den Kolibri, die Wundersilfe, und konnte ihn filmen. Bei der Suche hatten ihm Einheimische geholfen. Viele tagelange Touren waren dazu nötig. Auf den Touren lernte Hans auch Wissenschaftler kennen, die hier zu den Chachapoya forschten. Sie waren heillos zerstritten. Jeder präsentierte eine andere Theorie zum Ursprung der Chachapoya-Kultur. Aber alle ihre Theorien schlossen sich gegenseitig aus. Die Diskussion der Archäologen steckte schon damals, bereits seit Jahrzehnten, in einer Sackgasse. Seit über 100 Jahren hatten Forscher überall in Amerika nach Vorläuferkulturen der Chachapoya-Bautradition gesucht. Vergeblich. Wenige Wochen vor der Ankunft von Hans hatte man hunderte von Chachapoya-Mumien entdeckt. Die Forschung ist hier erstaunlich jungfräulich. In einer Ecke stand ein Karton mit der Aufschrift Kristall. Das einheimische Bier. Ein vor 600 Jahren gestorbenes Chachapoya-Baby. Die Dame, die die Mumien betreute, erklärte: Das ist unser Schätzchen, unser kleiner Liebling. In jedem dieser Säcke steckte eine Mumie. Viele Jahre später, Hans waren bessere Aufnahmen der Wundersilfe gelungen. Und die Mumien sind jetzt in einem neu gebauten kleinen Museum untergebracht. Nach so vielen Jahren müsste die internationale wissenschaftliche Gemeinschaft einen Weg aus der Sackgasse gefunden haben, in der die Forschung zu den Ursprüngen der Chachapoya-Kultur noch 1998 steckte. Die Hauptstadt der Provinz Amazonas. Ihre spanischen Gründer tauften sie Chachapoyas. Von den Inka hatten sie den Namen des hier ansässigen Volkes erfahren.
Nach längeren Recherchen in Europa ist Hans Giffon wieder einmal ins Chachapoya-Gebiet gereist. Er will sich über die aktuelle Situation informieren. In Peru unterhält jede Provinz ein nationales Kulturinstitut. Die für die Forschung im Chachapoya-Gebiet zuständige Archäologin Rocío Paz Sotero. Woher stammen die Chachapoya? Früher hat man gedacht, dass sie aus anderen Hochandengebieten stammen. Andere meinten von Westen, von der Pazifikküste. Die Wurzeln dieser Kultur sind grundlegend anders? Klar, sie sind ganz anders. Woher stammen sie? Das weiß ich nicht. Bis heute hat kein einziger Archäologe einen überzeugenden Vorläufer der Chachapoya-Bautradition vorgestellt. Aber Europa hat bisher kein Archäologe ernsthaft in Betracht gezogen. Als Kulturwissenschaftler ist Hans Giffon wohl aufgeschlossener und ihm waren schon früh die verblüffenden Entsprechungen zur Castro-Kultur aufgefallen. Doch die Annahme, dass Menschen der Castro-Kultur ihre Bautradition aus Spanien nach Nordost-Peru brachten, kann anscheinend nicht stimmen. Die Castro-Kultur war der Romanisierung bereits vor etwa 2000 Jahren zum Opfer gefallen. Doch die Literatur nennt als Beginn der Chachapoya-Kultur gewöhnlich einen Zeitraum etwa ab 700 nach Christus. Verlässlicher als veröffentlichte Behauptungen sind überprüfbar dokumentierte Ausgrabungen. Und die gibt es. So haben die beiden international renommiertesten zu den Chachapoya-forschenden Archäologen, die Professoren Warren Church, USA, und Inge Schjellerup, Dänemark, aufwendige und durch Experten aus Peru und den USA überwachte Grabungsprojekte an Chachapoya-Rundbauten durchgeführt und detailliert dokumentiert. Die Datierung 10 nach Christus und die Befunde belegen, dass die Tradition der steinernen Rundbauten vor gut 2000 Jahren plötzlich und fertig entwickelt im Chachapoya-Gebiet auftauchte. Diese Rundbauten sind typisch für die Chachapoya-Kultur und sie entsprechen den Rundbauten in Galizien. Santiago de Compostela, die Hauptstadt Galiziens. Vor gut 2000 Jahren verdrängte die römische Bauweise die steinernen Rundbauten in Galizien. Deren Bauweise müsste also schon vorher in Spanien entstanden sein. Das Historische Institut der Universität von Santiago. Hier lehrt und forscht der Archäologe Professor José Manuel Camaño. Und von ihm erfährt Hans Giffon, dass sich die Castro-Rundbautentradition in der alten Welt ganz allmählich entwickelt hat. Die sechsbändige Große Geschichte Galiziens gilt in Spanien als Standardwerk. Camaño hat das Kapitel über die Castro-Kultur verfasst und er beantwortet Hans Giffon Fragen. Wann entstanden die steinernen Rundbauten? Im 7. Jahrhundert vor Christus begann dieser Baustil. Manche wirkten noch wie eine Art Mischform, bei der auch die früheren Baumaterialien benutzt wurden. Danach aber bauten sie ihre Wohnhäuser ganz aus Stein. Das passt. Camaño informierte auch, dass die Galizier bereits vor über 2000 Jahren kühne Seereisen über die Biskaya und weit auf den Atlantik unternahmen. Und Hans Giffon war noch eine weitere Entsprechung zwischen dem antiken Galizien und dem Chachapoya-Gebiet aufgefallen. Auch die vorherrschende Siedlungsform ist identisch. Auf Hügelkuppen und von Befestigungsmauern umgeben. So wie der Castro de Baronia an der galizischen Atlantikküste. Und wie Cuelap. Doch Cuelap ist viel größer als die Bauten der Castro-Kultur Galiciens und zeigt eine ganz andere Mauerstruktur. Gab es vielleicht noch andere Einwanderer, die die Chachapoya-Bautradition prägten? Im Nordosten Spaniens, in der Region La Rioja, erforschen Archäologen die Ruine einer gewaltigen Festung. Die Festung Contrebia Leocade, wie Cuelap auf einer Bergkuppe errichtet, wird von einer beeindruckenden Mauer umgeben und ermöglicht einen weiten Blick auf die Umgebung. Die Römer hatten sie nach dem Sieg über die hier ansässigen Keltiberer übernommen und ausgebaut. Die Festungsmauer zeigt dieselbe Struktur wie Cuelap und viele andere Schutz- und Befestigungsmauern der Chachapoya. Die rechteckigen Steinquader könnten zu Römern passen. Auch sie hatten hochseetaugliche Schiffe. José de Gobea, ein Historiker aus der Region, ist zuständig für die Vermittlung des archäologischen Forschungsstandes zu Contrebia Leocade an Besucher der Ausgrabungsstätte.
José klärt auf. Das haben die Römer gebaut. Ganz anders als die Mauern der Keltiberer und die praktisch identischen Mauern der Chachapoya. Die Ausmaße von Contrebia Leocade sind gewaltig und sie entsprechen recht genau den Ausmaßen von Coelab. Wie die ersten Rundbauten der Chachapoya entstanden auch die ersten Mauern Coelabs, so die Experten Dr. Alfredo Narváez und Dr. Peter Lerche, vor etwa 2000 Jahren. Aber weder in Amerika noch in irgendeiner Region Europas ließ sich für die spezielle Kombination von kunstvoll gestalteten Festungsmauern mit archaisch wirkenden Rundbauten eine Entsprechung entdecken. Des Rätsels Lösung? In Nordost-Peru müssen keltiberische und galizische Einwanderer ihre Bautraditionen miteinander verknüpft haben. Doch es gibt noch viele weitere Fragen. Mit welchen Schiffen überquerten die Galizier den Atlantik? Warum segelten sie ausgerechnet nach Brasilien? Und warum reisten sie dann den gesamten Amazonasfluss aufwärts? Und wie konnten sie da überleben? Weshalb fand man im Chachapoya-Gebiet weder Schriftzeugnisse, noch Räder, noch Eisen? All solche Fragen wurden im Lauf der 20 Jahre dauernden Detektivarbeit detailliert geklärt. Dieser Film zeigt nur Kostproben. In knapper Form wird er einige weitere Entdeckungen vorstellen. Die Befunde zur Bautradition sprechen dafür, dass Krieger der Castro-Kultur und einige Keltiberer vor gut 2000 Jahren den Atlantik überquerten, um eine neue, römerfreie Heimat zu finden. Sie kannten sich durch gemeinsame Kämpfe als Hilfstruppen in römischen Heeren. Keltiberer besaßen zwar keine Atlantikhäfen, sie hätten aber das vor 2000 Jahren noch relativ freie Galizien erreichen können. An der galizischen Atlantikküste gibt es unendlich viele geeignete Buchten. Aber es gibt noch eine offene Frage. Der Castro de Villadonga stammt aus der Spätzeit der Castro-Kultur. Der römische Einfluss hat die ursprünglich kreisrunde Bauweise verdrängt. Hier hoffte Hans, eine Lösung für das Problem zu finden, das ihn beschäftigte. Warum wollten vor 2000 Jahren Galizier und Keltiberer ihre Heimat verlassen? Zum Castro de Villadonga gehört ein schönes Museum. Ein Tipp, den Hans von Professor Camagno erhalten hatte. Der Direktor des Museums, der Archäologe Felipe Arias, gilt in Galizien als eine besonders zuverlässige Quelle von Detailinformationen über die Castro-Kultur. Es scheint sicher zu sein, dass es in dem langen Prozess der Romanisierungen, Rebellionen, lokale, punktuelle Revolten in mehreren Teilen der Iberischen Halbinsel gab, besonders im Norden und Nordwesten der Iberischen Halbinsel. Eine sehr drastische Lösung, gewaltsam, mit Toten, Versklavungen, Rekrutierungen galizischer Krieger für das Heer, die Legionen des römischen Imperiums. Das Museum vermittelt einen Eindruck von der archaischen Lebensweise der galizischen Castro-Bewohner. Auch noch nach der Ankunft der Römer fühlten sich manche von ihnen ihren uralten Traditionen verbunden. Um sie zu bewahren, hätten diese Galizier eine neue, römerfreie Heimat finden müssen. Felipe Arias kennt sich auch mit der Geschichte der Keltiberer aus. Bereits im Jahr 134 vor Christus wurden sie von den Römern vernichtend geschlagen. Blieb den Überlebenden danach nicht nur, sich mit der neuen Situation abzufinden? Ich habe gelesen, dass in der Zeit nach der Niederlage der Keltiberer Rebellionen stattfanden. Ja, praktisch bis zum 2. Jahrhundert. Nach Christus? Ja. Das würde also passen. Es gab noch eine dritte Gruppe von Kriegern, die sich vor 2000 Jahren nicht damit abgefunden hatten, unter der Herrschaft der Römer zu leben und ihre Traditionen aufzugeben. Ihre Heimat waren die Baleareninseln Mallorca und Menorca, seit Jahrtausenden geprägt durch die Talayot-Kultur. Sie gilt als die letzte Megalithkultur Europas. Viele ihrer Traditionen überlebten noch in der Zeit der römischen Besatzung. Das erfuhr Hans Giffon von den Archäologen, die in der jungsteinzeitlichen Siedlung Ses Países auf Mallorca arbeiteten. Im Museum der Inselhauptstadt Palma hatte man Hans zwei Archäologen empfohlen. Sie seien die derzeit besten Fachleute für die frühe Geschichte der Balearen. Dr. Jordi Hernandez und Dr. Toni Puig. Sie lieferten weitere Informationen. Im Jahr 123 vor Christus griffen die Römer die kleinen Inseln an. Erst nach 2 Jahren blutiger Kämpfe konnten sie dort Fuß fassen. Nach der Eroberung hörte der Widerstand nicht auf. Die Römer richteten Gemetzel an und zerstörten von der Bevölkerung verehrte Heiligtümer der Talayot-Kultur.
Besonders wichtig aber waren ihnen die Krieger der Inseln als Hilfstruppen, auch noch vor 2000 Jahren. Gemeinsam mit Galiziern und Keltiberern kämpften damals viele Männer der Balearen unter römischem Kommando. Dr. Toni Puig nennt Details. Gab es Probleme? Sie suchten keine. Auch keine Probleme mit den Römern. War die Rekrutierung freiwillig? Freiwillige Rekrutierung. Dass sie freiwillig stattfand, wäre kaum vorstellbar. Krieger, die sich den Römern nicht unterwerfen wollten, blieb nur zu desertieren oder die Insel zu verlassen und wie die Keltiberer nach Galizien zu reisen. Es gab einen Grund, weshalb gerade die Krieger Mallorcas für die römischen Heere besonders wichtig waren. Ihre Hauptwaffe war die Steinschleuder. Deshalb waren sie im ganzen Mittelmeerraum berühmt und gefürchtet. Auf Mallorca soll diese Waffe vor 4000 Jahren entstanden sein. Noch heute ist sie dort beliebt, als Sportgerät. Eine tödliche Fernwaffe. Die Wucht des Aufpralls lässt die harten Flusskiesel an der Stahlplatte auf der Zielscheibe zerplatzen. Den Effekt auf den Schädel eines Feindes kann man sich vorstellen. Islas Baleares. Der Name stammt von den Römern und bedeutet Inseln der Steinschleuderer. Hinterließen Steinschleuderer der Balearen Spuren in Nordost-Peru? Die Steinschleuder war auch die Hauptwaffe der Chachapoya. Untersuchungen zur Verbreitung der Steinschleuder in Amerika deuten darauf hin, dass die Waffe dort im Norden Perus zum ersten Mal auftauchte, und zwar zur selben Zeit wie die Bautradition der Chachapoya vor etwa 2000 Jahren. Schon im 16. Jahrhundert staunte der spanisch-indianische Chronist Garcilaso de la Vega über die Chachapoya. Zitat: Ihre Steinschleuder ist anders gefertigt als die anderer Indios und sie benutzen sie so wie die alten Mallorquiner. Im 1. Jahrhundert nach Christus schrieb der griechische Geograph Strabon: Die Steinschleuderer Mallorcas hatten eine kuriose Angewohnheit. Sie trugen ihre Reservesteinschleuder nicht etwa am Gürtel, sondern banden sich stets eine um die Stirn. Und der Chronist Garcilaso wunderte sich vor 400 Jahren über eine Spezialität der Chachapoya. Sie binden sich ihre Steinschleuder um ihre Stirn. Das ist ihr Erkennungszeichen. Damit unterscheiden sie sich von allen anderen Indio-Völkern. Noch heute kennt man diese Tradition auf Mallorca. Im Jahr 1998 filmte Hans Giffon Chachapoya-Mumien. 20 Jahre später entdeckte er bei einer Materialsichtung, dass flechtweise Schlaufen und die Aufteilung in drei Stränge genau der Mallorca-Steinschleuder entsprechen. Wie aufwendig die Überprüfung der Beweiskraft von Indizien sein kann, deutet das folgende Beispiel an. Eine alte Hacienda mitten im Chachapoya-Gebiet. Vor vielen Jahren diente sie Hans Giffon als Ausgangsbasis für seine Ermittlungen. Eines Tages bekam er dort Besuch. Ein Bauer hatte eine bisher unbekannte Chachapoya-Grabstätte entdeckt. Und das hat er dort gefunden. Knochen. Tonscherben. Und eine sogenannte Schädeltrepanation, das Ergebnis eines chirurgischen Eingriffs. Trepanationen waren in der alten Welt schon in der Steinzeit weit verbreitet. In Südamerika sind sie besonders von den Inka bekannt. Später betrachtet der Deutsch-Peruaner Dr. Peter Lerche, der einzige damals im Chachapoya-Gebiet ständig forschende Wissenschaftler, den Schädel. Ihm fällt die ungewöhnliche Bohrtechnik auf. Und er stellt etwas Wichtiges fest. Ja, wenn man daran denkt, dass diese Scherben, die eindeutig vor Inkaisch sind, nah bei diesem Schädel gefunden hat, dann wissen wir, was wir bislang nicht wussten, dass die Chachapoya, die vor Inka Chachapoya, schon diese Trepanationstechnik beherrscht haben. Das bedeutet, dass die Chachapoya ihre Technik nicht von den Inka gelernt haben können. Wer waren ihre Lehrmeister? Viele Jahre später fand Hans einen für diese Frage geeigneten Fachmann. An der Uni Göttingen lehrt und forscht ein weltweit hoch angesehener Paläopathologe und Spezialist für Trepanationen, Professor Dr. Dr. Michael Schulz. Auf den amerikanischen Doppelkontinent sind die bisher gefundenen Schädeleröffnungen aus dem Gebiet der Chachapoyas offenbar die ältesten, zwar in Bezug auf die Anwendung der Bohrtechnik.
Also muss die Technik außerhalb Amerikas entwickelt worden sein. Aber wo? Schulz hatte gehört, dass in irgendeinem europäischen Institut Schädel mit solchen Trepanationen lagern. Schließlich gab es eine Adresse. Der Anthropologe Professor Daniel Turbon von der Uni Barcelona. Eine Überraschung. Der über 80-jährige Professor Domenic Campillo, Spaniens führender Trepanationsexperte, war extra angereist. Er hatte die Schädel auf Mallorca entdeckt und untersucht. Campillo informierte, dass diese Technik in der alten Welt ausschließlich auf den Balearen und der gegenüberliegenden Küste existierte, schon vor vielen Jahrtausenden. Auf mehreren Schädeln wurde der Fundort notiert. Das Gräberfeld San Real, noch bis vor etwa 2000 Jahren von den Ureinwohnern Mallorcas genutzt. Dieser Schädel besitzt drei Bohrungen, ohne irgendwelche Anzeichen fürs Überleben an der Knochenverletzung. Offenbar geschah die Trepanation postmortem, also nach dem Tod. Es ging also bei dieser Technik nicht um praktischen Nutzen, sondern um eine spezielle, mit magischen Vorstellungen verbundene und auch an Toten praktizierte kulturelle Tradition. Auf Mallorca und, davon ist Domenic Campillo inzwischen überzeugt, auch bei den Chachapoya. Doch kann das Alter der Schädel zur Theorie passen? Einige Monate später. In der Altstadt von Ciutadella auf Menorca, im Convento de San Agustin. Dort gibt es ein kleines Museum. In einer Ecke ein Schädel aus einer Grabhöhle der Ureinwohner Menorcas mit der typischen Bohrtrepanation der Balearen. Diese Trepanation ist genauso gut erhalten wie die Trepanation an dem Schädel aus der Grabhöhle im Chachapoya-Gebiet. Das Alter der Chachapoya-Trepanation wurde noch nicht bestimmt. Die Menorca-Trepanation ist mindestens 2000 Jahre alt. In dieser Bucht Menorca sind alle Felswände übersät mit Grabhöhlen. Cales Covis, die bedeutendste Gräberstätte der Talayot-Kultur Menorcas, wurde noch bis ins 1. Jahrhundert vor Christus genutzt. Die Grabhöhlen befinden sich in steilen, unzugänglichen Felswänden und sind den Chachapoya-Grabhöhlen zum Verwechseln ähnlich. Die spezielle Art der Bestattung in unzugänglichen Felswänden, die Hans Gifhorn sonst nur von den Balearen kennt, gilt als unverwechselbares Markenzeichen der Chachapoya-Kultur. Im Instituto Nacional de Cultura der Stadt Chachapoyas bewahrt man einige tote Chachapoya auf. Ihre seltsame Position zeigen auch alle anderen Chachapoya-Mumien. Die für die Forschungen zu den Chachapoya zuständige Archäologin Rocío Paz Sotero berichtet von der Bestattungstradition der Chachapoya. Sie unterschieden sich von den anderen Kulturen Perus, zum Beispiel den Kulturen an der Küste wie den Moche. In deren Gräbern lagen die Toten ausgestreckt, während in der Chachapoya-Kultur die Toten stets in Embryostellung bestattet wurden. San Real, die bedeutendste prärömische Totenstadt Mallorcas. Hier hatte der Archäologe Dr. Jordi Hernández Ausgrabungsprojekte geleitet und er beschreibt eine jungsteinzeitliche Bestattungspraxis, die dort noch vor 2000 Jahren praktiziert wurde. Die Bestattungsform der Vorgeschichte Mallorcas ist die Beisetzung in Embryostellung. Diese Tradition hielt die gesamte Zeit an. Für all diese Entsprechungen lässt sich kaum eine andere Erklärung vorstellen, als dass tatsächlich vor etwas über 2000 Jahren Menschen aus Spanien in Nordost-Peru Spuren hinterließen. Aber was ist mit der Atlantiküberquerung? Hans Gifhorn und seine Partner stießen auf viele Informationen, die belegten, dass damals eine Reise von Galizien nach Brasilien möglich und naheliegend war. So lieferten antike Historiker eine Wegbeschreibung zu einem üppigen tropischen Paradies weit westlich von Afrika. Auf genau dieser Route entdeckte Pedro Cabral im Jahr 1500 durch Zufall Brasilien. Er landete in der Region um Recife. Vielleicht führten Winde und Strömungen 1500 Jahre früher auch die Auswanderer dorthin.
Die Fischer im Hafen von Recife in Brasilien sind sich sicher. Die Überquerung des Atlantiks durch antike Schiffe sei möglich gewesen. Sie haben auch schon Treibholz und selbst Kühlschränke aus Nordwestafrika am Strand gefunden. In Sao Paulo, an Brasiliens bester Universität, wurde Hans Giffon informiert, dass es an der Atlantikküste Brasiliens einige Phänomene gäbe, die sich die brasilianischen Archäologen nicht erklären können. Dort ließen sich etwa 2000 Jahre alte Hinweise auf Besucher aus dem antiken Spanien entdecken. Auf halbem Weg von Recife zum Amazonas steht der Pedra do Inga. Dazu die Archäologin Professor Dr. Anne-Marie Pessis. Sowohl die Symbole als auch die erstaunliche Technik zeigen keinerlei Ähnlichkeit mit irgendeiner der anderen Felszeichnungen und Gravuren der Region. Die Zeichen sind ein Mysterium. Einige hundert Kilometer nordwestlich. Die Großstadt Belém in der Amazonasmündung. Im Forschungslabor des Museums Göldi. Hier informierte die Archäologin Professor Dr. Denise Schahn über einen rätselhaften Kulturschub, der vor etwa 2000 Jahren stattfand. Gegenüber von Belém liegt die Insel Marajó. Von dort könnte ein seltsames Artefakt stammen. An der Uni Sao Paulo wurde es aufwendig analysiert. Das Ergebnis? Das Artefakt befand sich lange vor Kolumbus im Amazonasgebiet. Und es besteht aus einer im präkolumbischen Amerika unbekannten, aber eventuell aus Galizien stammenden Metalllegierung. Aber war es in der Antike tatsächlich möglich, vom Atlantik den gesamten Amazonas, 4000 Kilometer flussaufwärts, bis in das Chachapoya-Gebiet zu reisen? Das hatte Hans Giffon lange bezweifelt. Doch der Archäologe Professor Dr. Eduardo Neves von der Uni Sao Paulo lieferte ihm Informationen, die belegten, dass die Weiterreise bis ins Quellgebiet des Amazonas in Nordostperu nicht nur möglich, sondern auch plausibel war. Als im Jahr 1998 die Detektivarbeit begann, hatte Hans Giffon nur einige vage Ideen. Doch im Laufe der Zeit stießen er und seine Partner auf immer mehr Indizien, die alle für dieses Szenario sprechen. Vor etwas über 2000 Jahren verließ eine Flotte mit wagemutigen galizischen Kriegern und keltiberischen und balearischen Begleitern eine der vielen versteckten Buchten Galiziens, ohne dass irgendein Römer davon etwas erfuhr. Irgendwann erreichten die Auswanderer den Amazonas und reisten dann auf dem Handelsweg, der damals den Atlantik mit den Anden Perus verband, so lange weiter flussaufwärts, bis sich der große Strom in ein Geflecht wilder, nicht mehr schiffbarer Bergbäche verwandelte. In den nebligen Bergwäldern des Amazonas-Quellgebiets müssen sich galizische Einwanderer zu Hause gefühlt haben. Endlich gibt es Steine für den Bau stabiler Wohnhäuser und Festungen. Und Landschaft und Klima entsprechen genau der Heimat. Nein, das ist Galizien. So ist schließlich die Herkunft der Bautradition und einiger anderer Phänomene der Chachapoya-Kultur geklärt. Im Chachapoya-Gebiet stieß Hans Giffon noch auf ein weiteres Rätsel. Als vor 400 Jahren das Gebiet von spanischen Konquistadoren besetzt war, lieferten ihnen die Chachapoya blutige Kämpfe. Doch gegen die von den Spaniern eingeschleppten Krankheiten waren sie machtlos. Aber Chronisten erwähnten Gerüchte, dass sich einige Chachapoya bei der Ankunft der Inka an versteckte Bergdörfer zurückzogen. Vielleicht blieben sie dort auch von den Krankheiten der Konquistadoren verschont. In manchen abgelegenen, oft nur über haarsträubende Pisten erreichbaren, uralten Indio-Dörfern dieser Region begegnet man seltsamen Menschen, die meistens ganz anders aussehen als ihre Eltern. Ihre tiefbraunen Augen und runden Gesichter weisen auf indianische Vorfahren hin. Dann aber helle Haare und Sommersprossen, was so gar nicht zu den braunen Augen passt. Sie werden Gringitos genannt, kleine Gringos, nach dem spanischen Spitznamen für Ausländer mit mittel- oder nordeuropäischem Aussehen. Auch die Gringitos gehen zur Schule, zum Beispiel im Dorf Huancas.
Das ist eines der Gringito-Mädchen. Hier heißen sie Muschas, das Inka-Wort für hellhaarige Menschen. Die Lehrerin Alejandrina beantwortet uns Giffer und Fragen. Haben Sie irgendwelche Ideen zum Ursprung der Gringito-Familie? Der Familien aus Huancas? Der Muschas? Die Familien der Muschas? Nein. Der Ursprung ist also unbekannt? Ja, wir kennen ihn nicht. Heimatforscher aus Huancas sind sich sicher, dass es solche Menschen nirgendwo sonst in Peru gibt und dass diese Familien schon vor den Spaniern hier lebten. Falls das stimmt, wo stammen sie her? Die Rekonstruktion der Auswanderung ergab, dass die meisten der Einwanderer nicht von den Balearen oder aus Nordostspanien stammten, sondern aus Galizien. Wieder in Santiago de Compostela, Galizien. Die galizische Volksmusik ähnelt keltischen Traditionen in Irland und Schottland, und in keiner Region Spaniens trifft man auf so viele Menschen mit blonden und roten Haaren wie in Galizien. Könnte das etwas mit den Gringitos zu tun haben? Das ist eine Frage für Genetiker. Die niederländische Hafenstadt Rotterdam. Die berühmte medizinische Fakultät der Erasmus-Universität, das Medical Center Erasmus MC, beherbergt eine einzigartige Forschungseinrichtung, eines der weltweit führenden Labore für molekulargenetische Forschungen. Besonders erfolgreich arbeitet man hier zu dem Verhältnis zwischen der Herkunft der Menschen, ihrer Haarfarbe und ihren Erbanlagen. Professor Dr. Manfred Kaiser leitet die Abteilung. Der Phänotyp passt nun nicht gerade zu dem typischen Bild, das wir von der spanischen und portugiesischen Besiedlung haben. Natürlich würde man Menschen mit schwarzem Haar erwarten. Aber diese Leute sind eindeutig anders. Sie haben rote Haare, sie haben dunkle Augen. Wieder im Chachapoya-Gebiet. Hans Giffons Fotos von Gringitos hatten Manfred Kaiser veranlasst, die Entnahme von DNA-Proben in Auftrag zu geben. Die Ergebnisse der in seinem Institut durchgeführten Analysen und die Indizien legen nahe, dass die männlichen Vorfahren der Gringitos aus dem antiken Galizien stammen. Es gibt noch andere Zeugnisse. Am 31. Januar 1843 schrieb der Entdecker der Festung Coelap in seinem Bericht an den Präfekten des Departements Amazonas, dass er 4 Mumien in der Festung fand. Und er beschreibt sie so. Mit geschnittenem, dünnem, blonden Haar und nicht wie das der indigenen Völker von heute. Veröffentlicht wurde der Bericht 1905 in der peruanischen Zeitschrift La Opinión Nacional. Im Jahr 1532 begannen die Konquistadoren mit der Eroberung des Inka-Reichs. Ihre Chronisten überlieferten die Berichte der Inka. Cieza de León zitiert: Nach seinem Sieg brachte der Inka-Fürst Huayna Capac viele Chachapoya-Frauen in die Sonnentempel der Inka, weil sie schön, anmutig und sehr weiß sind. Ein Inka-Gemälde zeigt eine solche Szene. Der Inka hat schwarze Haare, die Frauen haben rotbraune Haare. Mit der Hilfe von renommierten Experten aus Europa und Amerika überprüfte Hans Giffon die hier vorgestellte Hypothese zu den Ursprüngen der Chachapoya-Kultur, indem er die Hypothese zu widerlegen versuchte. Dabei entstand eine Vielzahl von unterschiedlichen und voneinander unabhängigen Indizienketten, die schließlich alle Einwände widerlegten und die sich ergänzen. Hans Giffon ist es egal, wer wann Amerika erreichte. Doch die Befunde lassen nur eine Erklärung zu. Die Hypothese entspricht der Realität. Die Entdeckungsgeschichte Amerikas muss also umgeschrieben werden. Doch warum weiß das niemand? Warum lernen spanische Schulkinder nicht schon längst, dass ihre Vorfahren bereits 1500 Jahre vor Kolumbus den Atlantik bezwangen, Südamerika erreichten und dann in den Anden großartige Zeugnisse ihrer Kultur hinterließen? Warum scheinen Ideen zur Möglichkeit antiker Einwanderungen aus Europa nach Südamerika für manche Archäologen ein Tabu darzustellen? Das liegt an einer mächtigen Doktrin. Erst die Europäer der Neuzeit seien mit Kolumbus in der Lage gewesen, Südamerika zu erreichen. Die Archäologin und Wissenschaftshistorikerin Dr. Karin Hornig von der Uni Freiburg konnte belegen, dass dieses Dogma um ca. 1830 in der Epoche von Eurozentrismus und Kolonialismus entstand, um Europas Herrschaftsanspruch zu legitimieren.
Und noch heute riskieren Archäologen aufgrund undemokratischer Verhältnisse im Wissenschaftsbetrieb berufliche Nachteile, wenn sie das Dogma öffentlich in Frage stellen. Damit wurde auch dieses letzte Problem geklärt. Nicht wissenschaftliche Argumente, sondern unüberprüfte Traditionen aus dem 19. Jahrhundert sind der Grund, dass bisher kaum etwas über die faszinierenden Ursprünge der Chachapoya-Kultur bekannt ist. Seine Chachapoya-Forschung fasst Hans Gifhorn so zusammen. Ich wollte gern glauben, dass dem Urteil der archäologischen Fachwelt vertraut werden kann. Ständig habe ich nach Argumenten gesucht, die unsere Ideen widerlegen. Dabei gab es viele überraschende Ergebnisse. Doch stets zeigte sich, dass dadurch die Hypothese nicht widerlegt werden kann, sondern dass sie immer konkreter und plausibler wurde. Und wer weiß, vielleicht blickten wir in den Gringito-Dörfern in die Augen von 2000 Jahren bisher unbekannter spanischer und südamerikanischer Geschichte.